Ja, und jetzt sind wir ja schon im zweiten Teil von meinem Let's Map. Und wie ihr seht, die Halle, die mir letztes Mal platziert habe, sind jetzt alle wieder weiß. Keine Ahnung wieso, Texturen alle im Ordner und so. Na, was soll's, dann löschen wir sie halt wieder raus und macht da irgendwas anderes hin. Ja, das mit der Steuerung hat sich auch nicht verbessert, aber ja, irgendwann mal schaue, was man anders machen kann. Holen wir uns mal eine BGA. Glaub unter Buildings BGA. BGA. Loading. Interessant. Das hier ist wohl die 11er BGA. Die wollen wir aber nicht. BGA Refuse-Site. Wir wollen die hier. Ja, bevor ich die jetzt platziere, zeige ich euch noch, wie ihr hier an der Seite das so ordnen könnt. Geht ihr auf Create, Transform Groups, da habt ihr so einen Transform-Dings. Hier oben bei der Attribute könnt ihr Name entern, sagen wir jetzt Hof 1. Drückt Enter, dann heißt es Hof 1. Place. Warte mal, wo haben wir denn das? Falsche Taste. Store Place. Ach, das Zeug ist dahinter. Den hatten wir doch auch, glaube ich, hier. Dann nehmen wir halt die paar Sachen hier, drücken STRG und Z, dann gehen wir auf Hof 1 und bis. Zurück. Meinst du es nur, oder? Also X da drauf und dann V. Ja, das ist irgendwie so der Dreck mit der BGA wieder kommt, aber könnte ja einen Grund haben. Stellen wir die BGA hier hin. Höhe auf 81. Da eine BGA ja zu klein ist, drücken wir STRG und B. Dann sind es 2. Fahren wir einfach mal hier hin. Mir den hinteren Teil hier halt auch noch ein bisschen Cobblestone, das ist halt Flashstone.
Gehen wir hier aufs Quer. So, dann haben wir zwei BGAs. File und Port. Brauchen wir noch die BGA-Silos. Ist ja blöd, dass wir das jetzt alles in einem Stück bekommen können, aber wenn sie meinet, die Silo Mauern. Vier Meter sind es nicht. Ja, jetzt müssten wir da auf jeden Fall mit Traktor oder so durchkomme, müssen wir halt wieder hier wieder verlängern. Und in die Breite. Brauchen wir wieder ein bisschen Gras. Na, der Hundehammer. R8. Das müsste schon reicher als Wendekreis. Fünf haben wir auch auf jeden Fall. Also Bunkersilo 1. Einfach mal so grob ordnen. So. Falsche Taste. Bisschen schneller. So. Erste Hammer. Auch die jetzt auch. Die jetzt auch. Mal schauen, ob man die Dinger unter den Boden machen muss. Steht denn jetzt das ganze Zeugs?
steht es? Da. Nope, wie es aussieht, muss es so bleiben. Edit Cut. Brauchen wir das Zeugs hier ja nicht mehr. Ich weiß, ich nenne es immer Zeugs, aber... Ja, lassen wir es mal so. Hier auch, hier auch. Hier auch. Ist ja besser, wenn es lieber ein bisschen tief ist, als ob es danach in der Luft schwebt. Steuerung ist jetzt schon scheiße, keine Ahnung wieso. Erst seitdem ich die Let's Play, nicht Let's Play, sondern Let's Maps mache. So, dann würden wir jetzt noch ein paar Gülle-Lager benötigen. Nope. Die scheiß Steuerung immer. Hundertachtzig. Ein bisschen zu viel. Also wohl zu wenig. Zweihundertzwanzig ist ja wohl genau das Richtige. Brauchen wir nochmal eins. Das müssen wir hier hin. Der muss die erste BGA ein bisschen rüber. Keine 3 Meter. Drehen wir die einfach. Und 50 bis zu viel. Ich sag nur so ein Dreck mit der Steuerung hier jetzt.
So, 120 passet. Haben wir hier auch 3 Meter. Da können wir noch ein bisschen zurück. Macht hier nichts, wenn die Fermenter im Gras liegt. Tank. Na doch, gehen wir 220. Oder wir stellen uns einfach hier hin. Hier steht besser. Jetzt noch auf jeden Fall 3 Meter dahinter fahre und ja, wenn die Kreis so 12 Meter müsste ja schon Platz haben. Jetzt sind wir hier auch bald fertig. Aber hier müssen wir noch ein bisschen tiefer machen. Gehen wir mal 78. Jupp, 78 passet. Brauchen wir aber wieder 81. Hier brauchen wir rund. Brauchen wir hier eckig. Dann haben wir das Ganze jetzt hier. 15 Minuten haben wir jetzt auch schon verbraucht. Also ja, vielleicht schaut ihr mal meine anderen Videos an. Oder wartet bis zum nächsten. Ja, let's map. Bis dahin.